Wissenschaftsnachwuchs in der Robotik. Alexander Kasper im Gespräch. Wenn man das erste Mal sieht und überhaupt keine Vorstellung hat, wie kann man sowas überhaupt hinkriegen? Wie kann das sein? Und man dann das erste Mal schafft, dass man am Computer sein Programm startet, den Knopf drückt und es bewegt sich tatsächlich. Und zwar so, wie ich das wollte. Das ist, denke ich, der Moment, ab dem jeder Robotiker dann sagt, okay, das will ich weitermachen. Für mich war das schon auch so, als ich den ersten Hardwareaufbau gemacht habe und dann festgestellt habe, wow, da kommt tatsächlich ein 3D-Bild raus. Ich kann einfach was hinstellen und ich habe nachher ein 3D-Modell davon. Das ist einfach super. Was reizt Sie besonders an der Robotik? Das ist genau die Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Robotik hat für mich den großen Reiz, dass es eine sehr, sehr vielfältige Disziplin ist. Das heißt, es ist nicht so eine rein theoretische Informatikdisziplin, die es ja auch gibt, so Algorithmentechnik oder Compilerbau, sowas ist ja schon jetzt für mich zumindest eher trocken, sondern die Robotik ist eben viel, viel mehr. Da hat man ist viel mit Hardware zu tun, man beschäftigt sich eben mit der echten Welt, das heißt, man versucht die echte Welt in das System reinzubringen, aber es ist eben auch Programmieren, es ist Entwickeln von Algorithmen und Datenstrukturen. Es ist einfach diese Vielfältigkeit, die für mich den Reiz ausmacht, dass man nicht nur sich mit Nullen und Einsen beschäftigt, sondern eben auch ein paar Sensoren hat. Es bewegt sich was, es gibt immer was zu sehen, auch echt, und das ist einfach schön. Wie reagieren die Menschen, wenn sie sagen, dass sie Robotiker sind? Die meisten sind auf jeden Fall erstmal sehr interessiert direkt, weil es doch was ziemlich Greifbares ist. Vor allem, wenn ich halt sage, dass wir humanoide Roboter bauen, die eben menschlich aussehen und auch das können sollen, was ein Mensch kann und dem Mensch helfen können sollen, dann sind die meisten direkt schon fasziniert und denken halt an Star Wars und die ganzen Roboter, die man aus den Filmen kennt. Und es kommt eigentlich ziemlich gut rüber im Vergleich. Ich kenne es von vielen anderen Doktoranden, die ziemlich große Probleme haben zu erklären, was sie eigentlich machen, so dass es auch ein Laie versteht. Und das ist in der Robotik normalerweise nicht der Fall. Wie sieht der Alltag eines Nachwuchswissenschaftlers im Sonderforschungsbereich 588 humanoide Roboter aus? Also das Schöne an meiner Arbeit ist eigentlich, dass man eben nicht nur eine Sache macht, das heißt nicht nur Forschung, sondern man hat eben viele verschiedene Dinge zu tun. Wir haben viel Kontakt mit Studenten, sei es in der Lehre oder sei es bei der Betreuung von Diplom- oder Studienarbeiten oder Bachelor, Master, wie es jetzt ja ist, oder bei Praktika, die durchzuführen sind. Das heißt, man hat viele verschiedene Sachen zu tun. Es ist auch nicht nur reine Forschung, die theoretisch ist, sondern man muss auch mal was basteln, irgendeinen Hardwareaufbau realisieren oder bei der Durchführung von Klausuren helfen etc. Also es gibt sehr, sehr breites Spektrum zu tun. Natürlich hauptsächlich Forschung, ganz klar. Aber eben auch viele Nebentätigkeiten, die ganze Sache sehr abwechslungsreich machen und auch die ein bisschen sozialer sind, als wenn man nur allein in seinem Büro sitzen würde. Wie kamen Sie zu der Entscheidung, im Bereich Robotik zu promovieren? Also es war absolut ungeplant und habe lange vorbereitet, aber dann doch spontan. Das heißt, ich habe hier studiert, Informatik, und habe dann als Hiwi hier angefangen, an diesem Lehrstuhl. Und das war quasi mein Einstieg in die Welt der Robotik. Und dann führte so eins zum anderen irgendwie. Dann hat man halt auch Diplomarbeit vielleicht hier gemacht, weil man eben schon im Thema drin war und dann auch gesehen hat, wo die spannenden Themen sind in der Robotik selbst. Und eigentlich wollte ich nie promovieren. Mein Bruder hat promoviert, das wollte ich dann eigentlich erstmal gar nicht, sondern ich wollte direkt in die Wirtschaft. Und habe dann aber gemerkt, hier, der eigentliche Forschungsalltag unterscheidet sich eben doch vom Studiumsalltag durch den Hiwi-Job. Und habe dann das Angebot bekommen, ob ich nicht hier quasi die Arbeit fortführen will als Promotion. Und dann war eben spontan eigentlich die Entscheidung zu sagen, okay, kann ich mir jetzt dann doch vorstellen. Und so bin ich dann hier als Doktorand gelandet. Wie sind die Chancen, Doktorand in der Robotik zu werden? Kann man pauschal nicht direkt sagen. Es hängt natürlich immer von der Projektsituation ab. Das heißt, wenn Projekte da sind, dann werden immer Leute gesucht. Die Robotik ist jetzt keine klassische Promotionsdisziplin. Das heißt, viele Informatiker gehen eigentlich eher direkt nach dem Studium in die Wirtschaft, um dort zu arbeiten. So gesehen ist natürlich die Nachfrage recht groß, das Angebot ein bisschen kleiner, würde ich so mal schätzen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man gewisse Qualifikationen haben muss, um als Doktorand eben arbeiten zu können. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass 300 Bewerber auf eine Doktorandenstelle wären. Und man sieht es ja auch zum Beispiel schon daran,
dass die DFG zum Beispiel verlangt für naturwissenschaftliche oder auch Ingenieursdisziplinen, dass die Leute eine volle Stelle bekommen, wenn sie da promovieren wollen, weil eben man in der Konkurrenz doch auch zur Industrie steht. Und so gesehen, denke ich, hat man ganz gute Chancen, wenn man sich dafür interessiert. Das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich Begeisterung fürs Thema mitbringt, Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten. Und dann findet sich auf jeden Fall eine Stelle, weil es eine wachsende Industrie ist. Wie sieht Ihre persönliche Karriereplanung aus? Für mich ist jetzt erstmal was anderes angesagt. Also ich habe jetzt mir einige Jahre den akademischen Bereich angeschaut, weiß ungefähr, wie der Hase hier läuft und würde jetzt einfach gerne mal was anderes sehen. Das heißt, ich möchte in die Industrie gehen, möchte da Erfahrung sammeln, will nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht wieder in den akademischen Bereich zurückkehren möchte, weil es natürlich auch seine Vorzüge hat. Aber ein bisschen Abwechslung ist auf jeden Fall mal angebracht.